Hi und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute das versprochene Video von den Easy Color Gel von Laura Aletta. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Heute werde ich dir ja zeigen, wie die Farben im Auftrag sind, ob die direkt decken, ob die Schlieren ziehen oder ob die sich direkt glätten. Ja, und dann fange ich mal an und ich fange hier mit der 5 an. Die haben oben immer die Nummern drauf. So. Es geht ja so ein bisschen im peachigen Ton rein. So. Ich werde jetzt immer mal ein paar machen und dann werde ich die dann auch einmal zum Aushärten reintun. So, dann einmal mit der Nummer 7. Ha, das passt ja jetzt gerade. Das geht so halt jetzt in den etwas dunkleren Ton rein. Also im Gegensatz zu der Nummer 5 ist es halt jetzt ein bisschen dunkler. Ich muss sagen, ich habe noch nie Farbgel mit dem Pinsel jetzt oder mit einer Pinselflasche aufgetragen. Ist heute für mich eine Premiere. So. So. Also sie ziehen schon mal keine Schlieren. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Dann die 37. So. So. Dam, 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 dam. Oh, sieht das schön aus. Guckt euch das mal an. Also die Farbe finde ich ja mal mega klasse. Ich werde die jetzt erstmal reintun zum Aushärten. So, ausgehärtet. Ich mache jetzt weiter und zwar mit der 49. Ein etwas dunklerer lila Ton. Ich mag ja lila. Das ist echt ungewohnt für mich, das mit der Pinselflasche aufzutragen, aber es lässt sich wirklich leicht auftragen. Also fürs erste Mal bin ich mit mir ganz zufrieden. So. Doch, also die ziehen sich wirklich super glatt. Das ist mir immer persönlich sehr wichtig. Dann die 52. Oh. Da ist so ein Rot mit so einem Rot-Pink-Touch, boah, die ist ja mal klasse, die Farbe. Mit so einem Glimmer-Effekt drin, ja, wow. Also die gefällt mir wirklich richtig gut. Ich muss noch ein bisschen haben. So. Boah, sehr schön. Ich hoffe, meine Kamera kann diesen leichten Glimmeranteil überhaupt aufnehmen. So, dann geht es weiter mit der 59. Ein schön zartes Rosa, Barbie-Rosa, sage ich ja immer gerne. Und ich muss sagen, dass die eigentlich sehr, sehr gut decken beim ersten Mal. Ich denke, je nachdem, wie man das aufträgt oder wenn man da ein bisschen mehr nimmt, dann reicht auch wahrscheinlich dann einmal. Also dann wird man da nicht ein zweites Mal drüber gehen müssen. So, doch. Sehr schön. Auch die werde ich jetzt mal eben aushärten. So, jetzt noch die letzten Farbgele. Ich habe noch 4 Stück hier stehen. Einmal die 60. Och, das ist auf jeden Fall so ein richtig schönes, zartes Rosa. Och, das finde ich auch sehr schön. Weißen Stamping oder schwarzen, finde ich, das passt auch immer. So.
Dann habe ich hier die 66. Ja, ich finde, das geht wirklich so in Jude-Richtung. Finde ich, könnte man auch wirklich zu jeder Jahreszeit tragen. So, dann die 72. Ein noch helleres Rosa. Bisschen würde ich jetzt noch nehmen. Ich glaube, dann reicht das auch. Das reicht dann definitiv. So. Und zu guter Letzt jetzt die 101. Ein Grauton. Grau habe ich gar nicht, muss ich jetzt sagen. So. Also richtig schöne Farben hat Laura Aletta. Also ich finde die alle richtig, richtig schön. Also da, ja, ich habe sogar schon so meine persönlichen Favoriten, aber ich glaube, die hat man immer ein bisschen. Ich werde das jetzt aushärten und werde auch direkt den Gel Polish direkt benutzen, den Quick Finish. Muss man ja direkt mal ausnutzen. So, es ist alles ausgehärtet. Der Quick Finish habe ich bei mir 2x60 Sekunden unter der UV-LED-Lampe gehabt und ihr seht, es ist alles ausgehärtet. Ich habe auch keine zweite Farbgeldschicht aufgetragen. Ich finde, das reicht so voll und ganz. Ich werde euch natürlich alle Daten von Laura Aletta in die Infobox packen, dass ihr da mal wirklich gucken könnt. Wie gesagt, die haben schöne Angebote. Vielleicht findet ihr ja was für euch. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und eine ganz tolle Woche. Bis zum nächsten Video. Bye!